Zum Thema ganze Zahlen. Wenn im Winter die Temperatur bei 5 Grad liegt und noch um 7 Grad sinkt, so ist es minus 2 Grad kalt. Also 5 minus 7 ist gleich minus 2 und minus 2 ist keine natürliche Zahl. Wir brauchen also eine Erweiterung der Menge n. Kalte Temperaturen im Winter sowie die Subtraktion in n erfordern negative ganzen Zahlen. Man nennt eine Zahl ganz, wenn sie keinen Dezimalteil hat oder wenn ihr Dezimalteil 0 ist. Die Menge aller ganzen Zahlen wird mit solch einem Z bezeichnet. Es ist diese Menge da. Schauen wir die negativen ganzen Zahlen. Es sind minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 und immer so weiter nach links. Und wir stellen fest, dass die natürlichen Zahlen auch ganze Zahlen sind, was also bedeutet, dass die Menge n eine Teilmenge der Menge z ist. Z ist die Menge aller ganzen Zahlen, die negativen sowie auch die positiven. Aber wie rechnet man in z? Am einfachsten ist, man stellt sich solch einen Zahlenstrahl dar. Auf diesem Strahl sind die ganzen Zahlen dargestellt. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter, sowie auch die ganzen natürlichen Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wie rechnet man in Z? Man startet immer bei diesem Punkt 0. Für Plus rechnet man nach rechts und für Minus rechnet man nach links. Schauen wir das mit einigen Beispielen. Zum Beispiel das hier, 5 minus 7. 5 bedeutet plus 5. Wir starten bei 0 und fahren um plus 5, also nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Wir landen effektiv auf diese Zahl 5. Dann kommt minus 7, minus, also nach links. Durch 5 sind wir da und wir fahren jetzt um 7 Einheiten nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wir landen effektiv auf minus 2. 5 minus 7, das ergibt die ganze negative Zahl, minus 2. Und diese Rechnung. Wir starten bei 0, fahren um 5 Einheiten nach links. 1, 2, 3, 4, 5. Dann landen wir effektiv auf minus 5. Und von da aus fahren wir jetzt um 7 Einheiten nach rechts wegen dem Plus. Also von minus 5 aus 7 Einheiten nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So landen wir auf 2. Also minus 5 plus 7, das macht 2. Schauen wir noch dieses Beispiel. Minus 5 minus 7. Start ist der Nullpunkt. Jetzt minus 5, also 1, 2, 3, 4, 5 nach links. Wir landen effektiv auf minus 5. Und jetzt fahren wir noch um 7 Einheiten weiter nach links wegen dem Minus. Also von minus 5 aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da landen wir auf minus 12. Also minus 5 minus 7, das macht minus 12. Und selbstverständlich bleibt die Addition in n gültig. 5 bedeutet, vom Startpunkt 0 aus fahren wir um 5 Einheiten nach rechts. Plus 7, das heißt um weitere 7 Einheiten nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natürlich ist 5 plus 7 gleich 12. Und wie multipliziert man in der Menge z? Schauen wir dafür einige Beispiele. Wenn es minus 5 Grad kalt ist und es wird noch 7 Mal kälter, dann liegt die Temperatur bei minus 35. 7 mal minus 5 macht also minus 35. Wir behalten, plus mal minus macht minus. Und hier, minus mal plus. Dieselbe Überlegung, wenn es minus 7 Grad kalt ist und es noch 5 Mal kälter wird, dann liegt die Temperatur bei minus 35. Kurz gefasst,
Minus mal Plus macht Minus. Denken wir uns dieses Minus kurz weg. 7 mal minus 5, das macht minus 35. Mit diesem Minus davor haben wir minus minus 35. Vorsicht, zwei Operationen dürfen niemals aufeinander folgen, ohne durch eine Klammer getrennt zu sein. Deshalb müssen wir minus 35 zwischen Klammern setzen, um dann das Minus davor setzen zu dürfen. Minus minus 35. Das ist die entgegengesetzte Zahl von minus 35. Schauen wir wieder auf den Zahlenstrahl. Nehmen wir als einfacheres Beispiel die 5. Die entgegengesetzte Zahl von 5, das ist das Spiegelbild von 5 gegenüber diesem Punkt, also minus 5. Bei minus 7, der Gegenwert von minus 7, das ist minus minus 7. Und der Gegenwert von dieser Zahl minus 7 sieht man auf dem Zahlenstrahl durch das Spiegelbild von diesem Punkt gegenüber der 0. Das Spiegelbild von dem Punkt gegenüber der 0, das ist die 7. Also der Gegenwert von minus 7, das heißt minus minus 7, das ist 7. Und somit ist der Gegenwert von minus 35, das heißt minus minus 35, 35. Die Zahl minus 35 liegt hier ganz weit nach links. Ihr Gegenwert liegt also ganz weit nach rechts. Minus minus 35, das macht 35. Zu dieser Rechnung behalten wir, minus mal minus macht plus. Und selbstverständlich bleibt die Multiplikation natürlicher Zahlen gültig. Plus mal plus macht plus. Und wie sieht es aus mit den Eigenschaften der Addition und der Multiplikation in Z? Es sind genau dieselben Eigenschaften wie in der Menge n. Die Addition in Z ist kommutativ und assoziativ und die Multiplikation in Z ist ebenfalls kommutativ und assoziativ. Ich schlage vor, ganz viele Übungen dieser Art zu machen und per Taschenrechner die Ergebnisse zu überprüfen.